Kunstakademie findet jeweils im Winterhalbjahr statt. Da werden unsere Tierschutzhelferinnen und Tierschutzhelfer weitergebildet und die Kurse stehen auch einer breiten Öffentlichkeit offen. Unsere Dozentinnen und Dozenten sind renommierte Fachleute und so stellen wir sicher, dass unsere Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnen immer auf dem neuesten Stand der Wissenschaft sind. Also ich fange an mit Informationen über die Art- und individuumgerechte Tierhaltung von Katzen. Und dann werde ich auch Erkenntnisse über die Mensch-Katze-Beziehung, auch den Einfluss von Fellfarbe auf Persönlichkeit und so weiter, Sachen, die die Leute, glaube ich, wird interessieren. Wenn Leute Interesse haben an unserer Forschung, dann haben wir eine Verpflichtung, die Forschungsergebnisse bekannt zu geben. Ich war schon an vielen Kursen von der Susi Utzinger Stiftung. Durch sie haben Vögel und den Tierrettungsdienst. Und ich kann immer wahnsinnig viel davon lernen. Es ist Tierschutz mit Hand und Fuß, mit Fachwissen und das schätze ich sehr. Das war wirklich mein erster Kurs, den ich live hatte. Ich habe sehr viele Bücher gelesen und ich war sehr froh, den Dr. Turner persönlich kennenzulernen. Er hat ja sehr viel geforscht und der Vortrag an sich war super interessant. Es ist schön, wenn man persönlich etwas mitbekommt, statt darüber zu lesen. Man kann wirklich mega viel lernen und er tut es auch immer klar zeigen, dass es Statistische gibt und Forschung und so. Also es ist wirklich viel Leid, was er sagt und das ist dementsprechend sehr wertvoll. Man kann immer profitieren von diesen Kursen, von diesen Seminaren, die Susi Utzinger hier organisiert. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn auch du möchtest an Vorlesungen von unserer Akademie teilnehmen, dann kannst du dich auf unserer Webseite einschreiben.